aus Brixen in Südtirol. Wir sind zum Bike-Festival hier. Das haben wir euch aber in einem Extra-Video aufgenommen. Verlinke ich euch unten. Und jetzt fetzen wir auf die Blose rauf. Schauen mal, was es so zum Fahren gibt. Ich habe schon einen Trail im Auge. Ich glaube, das wird richtig gut. Glaube ich auch. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Wettergott meint es gut mit uns. Oder? Sehr. Wie geht's dir, Petra? Sehr gut. Sehr gut? Ja, ich freue mich schon auf den Trail. Auf den Trail. Das ist mega warm. Ja. Oh, da fetzen sie schon. Aha. Wir haben aber noch so 500 Höhenmeter oder so. Mindestens. Die Aussicht hier rauf ist mega. Und man sieht auch ein bisschen nach Brixen runter. So, jetzt sieht man es nochmal besser. Panorama und Brixen. Und hier sind wir jetzt gleich mal in St. André. E-Bike da, wo es hingehört. Das ist jetzt übrigens die 9er GoPro. Schaut euch die Bilder an. Ich werde es beim Schneiden auch machen. Bin ich auch schon wieder gespannt, ob man zwischen 9 und 10 was merkt. Ich glaube fast nicht. Ja, das ist schon geil mit dem E-Bike. Willkommen in St. Jakob stand da gerade. Und jetzt sind die Dolomiten da. Ja, mehr geht kaum. Außer vielleicht ohne Strom. Ja. Nicht streicheln. Oh ja, stimmt. Ich habe eine Allergie gegen Pferdehaare. Rot, als ich nur ein Steinbock und kein Pferdchen bin. Und gelegentlich gegen Steinböcke. Wie jetzt? Was hast du? Ja, gegen blonde Steinböcke habe ich oftmals eine Allergie. Was will uns Nico denn jetzt damit sagen? Die Brotzeit, habe ich gesagt. Hunger! Oh, die haben das ja richtig liebevoll gemacht. Das war im Spar oder im Dorfladen, hieß der in St. André. Noch Fragen? Bitte schön. Danke. Guten Tag. Hätten wir selber nichts besser machen können. Tada! Aber ich mache extra Tuning. Die Verkäuferin hat es nämlich auch verstanden, aber die Petra natürlich nicht. So, einmal aufmachen und die Käsescheibe dazu. Tipp, tipp. Ah, und dann könnte man es ja so machen. Die Salami. Jetzt auch ein bisschen mehr machen. So, so und so. Wer hat's erfunden? Was wäre euch jetzt lieber? Eine Käse- und eine Salamisemmel oder zwei Mixsemmel? Ich mag lieber getrennt. Ich mag so. Gute Aussicht voraus. Ich oder was? Na, was sonst? Wird besser und besser, je höher wir raufkommen. Aber weil sie einen Snickers gegessen hat, deswegen wird es besser. Das stimmt. Akku haben wir nur noch die Hälfte. Beim Nico werden hier Erinnerungen an Skilager wach. Mega! Hier oben ist das Panorama echt auch richtig gut. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Und schon arbeitet wieder das Navi. Also heute ist echt nochmal so ein richtig geschenkter Tag. Ist mega gut. Und auch richtig schön warm. Okay, wenn man dich anschaut, glaubt man es eh nicht. Warum? Aber es ist warm. Weil du langärmelig bist. Und da hinten, nein, da geht es wieder hinein. Da sieht man die verschneiten Berge. Das sind Wolken. Nein, drunter. Ja, wer kommt denn da? War das ein Wheelie? Ja. Jetzt sind wir fast oben. Und das Panorama ist einfach sagenhaft. Also das ist echt geil. Herbst in den Dolomiten ist immer besonders schön. Da zeichnet die Felsen irgendwie noch mal besser ab. Nico denkt immer noch daran, dass er das Schöne im Bild ist. Ist er auch. Aber die Berge sind auch gut, würde ich behaupten. Nein, da kitzelt er mich schon wieder. Schauen wir mal, ob wir einen Kaffeeschall kriegen. Hä? Ja, Kaffeeschall, tschüss. Oh nein, dann ist er auf einmal immer so schnell. Wuhu!
Oben sind wir. Da sind wir. Bloße Hütte. Hat geklappt mit dem Kaffeeteil. Da ist er so auch schon. Ein schönes Kaffeeteil, alkoholfreies Kaffeeteil. So, gell? Prost, Jungs und Mädels. Ja. Kaffeeteil. Mit Aussicht. Kilometer. Und das bei der Abfahrt. Tipptopp. Was man beachten sollte, wenn man gerne Schwammerl isst. Thank you.
Ja, ja. Das kann jeder von dir runter. Blick auf Brixen. Da seht ihr das. Da fetzt man jetzt nochmal hin zum Festivalgelände. Ja, was soll ich sagen? Nico hatte sich den Zehen gebrochen, den großen, und deswegen ist er jetzt eine Zeit lang nicht so recht gefahren. Ich bisschen mehr, und jetzt fährt er mir die Ohrwaschel weg. Irgendwas ist da schief gelaufen. Ich glaube, er hat nur Danny McAskill angeschaut die letzte Zeit. Askill? Ja, Askill und Fernstudium betrieben. Finde ich nicht okay, aber was soll ich machen? Wir hoffen, es hat euch gefallen, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.